Servus Leute, nicht lang schnacken, Flinden Anschlag und Raider umgelegt. So, also wir werden uns jetzt direkt auf den Weg machen zur alten Burg der Minutemen. Das hier, das ist einfach nur irgendwelcher Abfall auf unserem Weg. So. Dann schauen wir doch mal. Stimpack, vielen Dank. So, also wir haben in den letzten zwei Folgen einiges über Kellogg erfahren. Leider auch, dass scheinbar ein Teil von Kellogg in Nick zurückgeblieben ist. Aber der Gute hat das bisher noch nicht so bemerkt. Wir leider schon. Ich hoffe, wir werden ihm helfen können. Wow, was geht denn da hinten ab? Ah, oh, Vertibird, das sind Ritter der Bruderschaft. Supermutanten Raider. Supermutanten Gunner. Oh, verdammt, ein Typ mit Atombombe. Okay, also, ganz kurz, hier ist alles. Oh Gott, hier ist gerade alles und zu viel. Nein, verdammt, der hat meine Erfahrungspunkte gekillt. So, du willst einen guten Nahkampf, den kannst du haben. Ach, verdammt, ich kann die Power Force nicht ausrüsten, solange ich die Powerrüstung habe. Was soll denn der Quatsch? Alter, der Kerl ist zu gut gepanzert. Bam! Execute. Au! Ist das vielleicht nicht von der Bruderschaft? Sind hier vielleicht nur Gunner gewesen? Ist das ein Vertibird der Gunner? Ich wusste gar nicht, dass die sowas haben. Komm schon. Ha. Cool. Okay, da hat irgendeiner schweres Kaliber. Ja, eigentlich wollte ich mich ja in dieser Folge schon auf dem Weg zur Burg machen. Und jetzt werden wir am Schrottplatz von jeder Menge Supermutanten aufgehalten. Oh, verdammt. Das?
frag mich, was da auf uns feuert, ey. Also den Vertibird hat's erledigt, das ist es nicht. Du musst das nicht tun. Das ist irgendwas anderes. Irgendwas sehr Großes und schlecht gelandet. Ah, verdammt, das war nur eine Impulsgranate, ey. Atombombe. Also entweder ist da gerade was explodiert. Naja, da oben. Oder da hat einer einen Fatman. Ja, komm, irgendwo bist du doch. Da liegt einer. Es war scheinbar ein Raider-Lager, das dann von den Supermutanten übernommen wurde. Was denn, leuchten da? Wirklich die letzte sein, die du siehst? Ein leuchtender Supermutant, wo ist denn der? Wo versteckt der sich denn? Ach, das ist der Hund. Ach, halt die Fresse. Nick? So, ich glaube, wir haben gewonnen. Mann, 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 Mann. Das war ja eigentlich jetzt nicht Teil des Plans, dass wir ja noch eine Festung der Supermutanten erledigen. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, das hat mir jede Menge Erfahrungspunkte gebracht. Und eine Minigun. Und noch ein neues Heft sehe ich da gerade. Sehr gut. So. Danke für die Munition. Geschichten eines Dörfleischverkäufers. Sehr cool. Dauerhaft bessere Preise. Ach, so, mal abwärts. Ach, ich liebe dieses Ding einfach. So, aber jetzt geht's erstmal wieder in Richtung der Burg der Mintmen. Eieieiei, ich wusste aber nicht, dass die Vertibirds haben. Heißt, ich werde aufpassen müssen, weil jeder Vertibird eventuell nicht die Bruderschaft darstellt, sondern
Die Gunner. Ja, wir haben den Teufel, sprich, das sind sie. Schusswaffen verursachen dauerhaft mehr Schaden. Sehr cool, das hat sich das ja sogar doppelt gelohnt, dieser kleine Ausflug hier. Kennungsmarken. Mehr Patronen. Also Nigma, wir können uns jetzt momentan echt nicht beschweren, oder? Hat echt was gebracht. So, vielleicht wird es jetzt aber auch ein bisschen ruhiger, damit wir auch mal ein paar Meter vorankommen. So. Ja, ein paar Meter ruhiger, ja. Kann man wohl vergessen, da ist ja schon die nächste Basis, die werde ich jetzt aber versuchen zu umgehen. Oh oh. Ignoriert mich. Na. So, das Polizeirevier wird wohl geschlossen sein. Werde ich nur reinkommen? Was ist denn das? Ach, Meierlörg. Also ich bin schon mal in der Nähe des Wassers, so viel kann ich schon sagen. Oh, sehr gut, eine Brauerei. Nein. Oh, ich höre wieder einen Selbstmörder. Ich weiß, das große Ziel zu schätzen. Nick, halt ihn auf. Mein ist ziemlich mitgenommen. Respekt. So, vielen Dank für die Munition. Dank für die Raketen. Nicht dein Fleisch fressen, Mensch. Nicht, wenn ich dein Fleisch zuerst fresse, Tant. Oh doch. Hast doch gerade gesehen, Befehle der Supermutanten. Was? Die können sich Befehle geben? Wow. Irgendwie musst du jetzt wieder hier rauskommen. Ah, Seiteneingang. Sieht aus wie die alte Festung. Aber ich will jetzt, bevor wir da ankommen,
Also der Sturm auf die Festung wird eine eigene Folge. Ich will jetzt mal gucken, ob ich es noch schaffe, ein Level aufzusteigen, einfach durch Gegner. Rechte fliegende Blutkonserven. Die Luft ist rein, denke ich. Oh, und was haben die sich da vergangen an einem Plünderer? Eieiei. Ach, guck mal da, der hat da gekocht, wie schön. Der ging leider wohl nicht so gut aus. Meierlurk-Eier, oder? Wow, nein, Meierlurk. Ach Gott, wie ich eure ganze Rasse hasse. Ja. Gut, dann können wir jetzt ja nochmal zurückkehren. So, was gebe ich denn aus? Wir finden mehr Kronkorken, Schnorrer, geheimnisvoller Fremder. Die Schadensresistenzen im Watts ansehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich mach Glück ein bisschen hoch. So, und dann kehren wir jetzt wenigstens noch zum Treffpunkt. Oh, da hinten ist das Schiff der Bruderschaft. Das könnten wir auch mal angehen. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, den ich euch da zeigen kann. Ach, den werde ich euch aber in den nächsten Folgen zeigen. Also es wird dann wieder ein extra Video geben dafür. So, Hauptsache ich habe mein Kissen. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Es ist ein Kissen, hallo? Wann hat sich jemals in der Geschichte der Menschheit ein Kissen nicht gelohnt mitzunehmen, hä? Hi. Willkommen, ich bin euer Chef. Wenn ihr ein Kissen findet, gehört das mir. So Leute, dann sind wir jetzt am Treffpunkt angekommen. Und dann kann in der nächsten Folge der Sturm auf die Burg beginnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.